Piet Wiele, der langjährige Trainer der TuS Ostdorf, sitzt hier bei mir. Herr Wiele, erstmal herzlich willkommen und ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. 5 Siege aus den letzten 7 Spielen, aktuell Platz 6 in der Hamburger Oberliga. Kann man sagen, das sind gerade goldene Zeiten für die TuS? Ja, also wir wollen uns mal über den Saisonstart nicht beklagen. Sind ganz gut in die Serie gestartet und wenn man aber denkt, wir haben relativ viele Leute dazu bekommen. Ich glaube, in diesem Jahr haben wir alleine 12 Neuzugänge. War davon nicht auszugehen, dass wir so sensationell in die Saison starten. Selbst die Punkte, die wir jetzt nicht eingeholt haben, haben wir so ein bisschen mehr oder weniger verschenkt. Aber darüber will ich mir gar keine Gedanken machen, wo wir dann stehen würden, wenn wir die Punkte auch noch geholt hätten. Aber wie gesagt, so ja, wir sind rundum zufrieden, läuft ganz gut bei uns und wollen wir hoffen, dass es so weitergeht. Sie sind ja auch schon ein paar Jahre dabei. Im März 2012 haben Sie die Mannschaft übernommen, sind dann direkt von der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen, haben sich da stabilisiert und jetzt gehen Sie schon in Ihre dritte Oberligasaison. Wie weit kann es denn noch gehen für die TuS Ostdorf? Ja, also im Endeffekt damals wurde ich ja am 19. Spieltag, da war Ostdorf 19 Spieltage hintereinander ungeschlagen und hatte ich mich logischerweise auch hinterfragt, warum die dann überhaupt einen neuen Trainer haben wollten. Aber die Jahre davor war es halt immer so, dass sie im letzten Drittel der Saison irgendwie immer das Ziel nicht erreicht haben. Ziel war damals langfristig uns eigentlich in der Landesliga zu etablieren. Ja, und dann kam der sportliche Erfolg relativ schnell, sodass wir jetzt, wie du schon richtig gesagt hast, in das dritte Oberliga-Jahr gehen. Und da ist dann aber auch für uns Ende der Fahnenstange. Ne? Also die finanziellen Mittel, die wir hier zur Verfügung stehen haben, und das ist ja sehr, sehr dürftig, machen wir schon das Optimalste daraus und mehr geht hier auch nicht. Also über Regionalliga-Fußball brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Für uns ist eigentlich von Jahr zu Jahr immer das Saisonziel, nur nicht wieder abzusteigen. Mal eine etwas provokante Frage, mal gucken, ob Sie die Zahl kennen. Kennen Sie eigentlich Ihren aktuellen Punkteschnitt als Trainer von TuS Ostdorf? Nein. Ich kenne ihn aber natürlich, habe ich vorher recherchiert. Sie holen 1,91 Punkte im Schnitt. Mal zum Vergleich, damit sind Sie besser als Jürgen Klopp in seiner Amtszeit beim BVB. Der ist nämlich auf 1,90 ganz genau gekommen. Ist das auch für Sie denkbar, irgendwann mal hauptberuflich Fußballtrainer zu werden? Ich arbeite ja für die Real Madrid Fußballschule und dementsprechend ist es mein Hauptjob, Kinder zu trainieren im Alter von 6 bis 15 Jahren. Also ich habe rund um die Uhr mit Fußball zu tun. Ja, in der Real Madrid Fußballschule sind Sie beruflich aktiv. Können Sie mal erzählen, wie da Ihr Alltag aussieht? Also vermitteln Sie da Talente nach Spanien dann letztendlich? Wie muss man sich das vorstellen? Nein, also im Endeffekt ist es, wir haben in 8 Ländern Partnervereine, wo wir dann mit dem ganzen Trainerteam hinfahren und trainieren dann halt die Kinder, wie gesagt, von 6 bis 15 nach Vorgabe von der Real Madrid Akademie. So, und Hauptziel ist es nicht, da irgendwelche Kinder zu sichten oder zu scouten, sondern Hauptthema ist es da, die Kinder vernünftig eine Woche lang zu trainieren und denen zu zeigen, wie sich's verhält, eine Woche lang als Fußballprofi auch dementsprechend sich zu ernähren und alles. Sie zeichnet auch was aus, was ich würde mal sagen, nicht viele von sich behaupten können, im Amateurbereich schon gar nicht. Sie haben sich das Vereinslogo der TuS Ostdorf tätowieren lassen. Wie ist es denn dazu gekommen? Warum haben Sie sich dazu entschieden? Ja, ich habe ja im März, habe ich hier ja 2012 das Traineramt übernommen und dann kam natürlich in dem Jahr auch irgendwann die Weihnachtsfeier und dann meinten die Jungs, alle 9 müssen ja hier irgendwas aufführen oder irgendwas singen oder tanzen oder ein Gedicht aufsagen und ich kann nicht gut tanzen, ich kann auch nicht gut singen und Gedichte aufsagen ist auch nicht so mein Ding und deswegen hatte ich gesagt, okay, was ich natürlich machen kann ist, um so eine Identifikation zu dem Verein und zu der Mannschaft zu zeigen, ich lasse mir das Logo tätowieren und das habe ich dann auch gemacht. Eine ganz interessante Frage finde ich auch noch, ist Dietmar Demuth ist eigentlich so der berühmteste Sohn Ihres Vereins, hat unter anderem für Leverkusen und St. Pauli gespielt. Aktuell haben Sie mit Jeremy Wachter auch einen ganz interessanten und auffälligen Spieler in Ihren Reihen. 52 Tore hat er in den letzten anderthalb Saisons geschossen. Trauen Sie ihm den Sprung in eine höhere Liga, vielleicht nicht sofort, aber irgendwann mal zu? Ja, Jerry ist ein Ausnahmetalent und ist ein sogenannter Straßenfußballer. Manchmal denke ich auch, was macht er da für unmögliche Sachen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er nochmal die eine oder andere Klasse höher spielen könnte, wenn er es denn möchte. Er bringt ein Riesentalent mit und ist eigentlich für jede Abwehr schwer zu stoppen.
aber er weiß eben auch, dass er alleine nicht Tuss Ostdorf ist, sondern halt auch die ganzen Mitspieler, die brauchen natürlich auch, um diese Tore oder die Torquote zu erzielen. Wenn er Lust hätte, glaube ich, würde ich ihm das zutrauen, aber ich glaube, er fühlt sich ganz wohl hier. Wie Sie ja offensichtlich auch mit dem Tattoo nochmal unterstrichen haben. Piet Wiele, Trainer der Tuss Ostdorf, vielen Dank fürs Interview und für die Zeit. Ja, gerne. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.